Willkommen zurück bei Enderal. Immer noch bei Gabriele Funkenfürst. Wie läuft das Geschäft? Wie freundlich von euch, so zu fragen. Derzeit kann ich wahrlich nicht klagen. Wär bloß mein Knab Merell da nicht. Der Bub versäumt stets seine Pflicht. Den ganzen Tag, ihr könnt mir glauben, rennt er umher mit diesem Gör. Das Haus jedoch lässt er verstauben und nichts verschafft mir sein Gehör. Gabov, so heißt die kleine Ziege, ist frisch aus Nerim eingetroffen. Vom Vater kriegt sie keine Hiebe. Der Kerl ist eh ständig besoffen. Oh Gott, wie geil ist das denn? Oh, super. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass ihr in Reimen sprecht? Oh, sie, was seid ihr neugierig? Wollt meine Sprachmarotte erkunden? Doch ihr vergeudet eure Stunden. Mein Geheimnis erfahrt ihr nicht. Der war nun aber wirklich schlecht. Ihr habt recht. Eure Frage kam einfach etwas unerwartet. Das ist alles. Beim rechten Weg, darauf hätte Duril doch wirklich kommen können. Jetzt ist es mit meiner lyrischen Glaubwürdigkeit dahin. Aber naja, wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich fürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Ihr habt jetzt aber keine gespaltene Persönlichkeit, oder? Ach, das Geschäft lief die letzten Monde nicht sonderlich gut, das ist alles. Kaum noch Reisende. Und die Arkanisten des Ordens haben sich seit der Rückkehr von Großmeister Aranteal ziemlich abgeschottet. Tja, und da ich einen Sohn zu füttern habe, musste ich mir was einfallen lassen. Der Tipp mit den Gedichten kam von meinem Schwager Doriel. Er ist schon viel herumgekommen und hat auf Kile den Vortrag eines dortigen Geschäftsmannes besucht. Wer heutzutage erfolgreich sein will, der braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand erinnert sich an den generischen Händler mit seinen faden Sprüchen, selbst wenn er mit Arkanem handelt. Da hat sie recht. Ach, und die Dichterei ist euer Alleinstellungsmerkmal? Korrekt. Sagt, was ihr wollt. Aber euer Besuch bei Funkenschlag und Feuerblitz wird euch sicher eher in Erinnerung bleiben als der bei dieser Ziege Steinschlag am Marktplatz. Ah, schön. Herrlich. Wo ist denn der Knirps jetzt hin? Der ist weg, ne? So schön gemacht. So, ich glaube, die Musik war immer ein bisschen laut. Bin mir nicht sicher. Ich habe sie sicherheitshalber jetzt mal ein bisschen runtergestellt. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Oh, hey. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Da ist er ja. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Oh, danke. Hm. Ja? Ja? Hm. Was ist das hier? Gesucht, Max Schönenblutes. Ich glaube, das haben wir schon mal angenommen. Ich könnte das jetzt nicht nehmen. Wachmeister Rufus. Hallo. Hallo. Der will auch nichts mit uns zu tun haben. Oh, hier ist ganz schön viel los. Wir machen uns mal auf den Weg in die Höhle. Eigentum. Oh nee, da können wir nicht runter. Da wohnt schon jemand. Hund. Kinder. Wachturm. Ich speichere jetzt trotzdem immer vor jeder Tür nochmal. Mit einem kleinen Quick-Save. Hohoho, genau deswegen. So, das Gute ist, ich brauche die Aufnahme. Wenn ich die noch mit Fraps aufnehmen würde, würde es jetzt Probleme geben. So, aber Gott sei Dank nicht. Dann lieber so ein Crash to Desktop, ohne dass es mir eine Fehlermeldung anzeigt. Immer wenn es mir nämlich eine Fehlermeldung anzeigt, dann mit gezogener Waffe bewegt ihr euch langsamer. Okay, jetzt gab es wieder im Hintergrund. Nanu, was ist denn da los? Irgendwas scheint nicht zu stimmen.
Okay, ich kann gerade wieder nichts machen, das gibt's doch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe ein bisschen was umgestellt. In der Hoffnung, dass es jetzt hoffentlich nicht nochmal vorkommt. Wir schauen mal. Ich könnte es jetzt 3-4 Mal hintereinander einfach gar nicht laden. Es ist immer wieder beim Ladebildschirm dann abgekackt, wie wir das jetzt gerade hatten. Habe jetzt in den Optionen einfach mal das runtergeschraubt, dass die CPU weniger berechnen soll und auch weniger Kerne von der CPU benutzt werden. Warum auch immer das jetzt besser sein soll, jedenfalls konnte ich es jetzt so gerade Gott sei Dank laden. Sehr schön. Geht doch. Hoffen wir mal, dass es jetzt weniger zu solchen Problemen kommt. So. Oh, hier ist aber ein Lärm, ne? Oh, erstmal wieder raus aus der Stadt. Wir müssen noch zur Höhle und dort noch nach den anderen Hinweisen suchen. Drückt die Daumen, dass jetzt alles klappt. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr die Zeit, so hundertprozentig im Blick, aber ich glaube, wir haben noch eine Viertelstunde oder so. Okay, ja, immerhin, das geht. Und dann nu? Schöner Schwanenteich hier unten. Ein kleines Kind. Schön. Oh, Südviertel entdeckt. Hier waren wir noch gar nicht. Ich wollte eigentlich raus aus der Stadt. Ach so, der lotst uns durch Südviertel. Oh. Oh, da geht's dann zur Unterstadt auch noch. Da waren wir auch noch nicht. Oh Mann, ey, Ark ist so riesig. Ein Spielmann. Oh, so früh am Morgen. 10 Uhr, schon saufen. Was? Oh, die ist. Oh. Da ist gerade der rote Baron zu Besuch. Da gehen wir lieber mal weiter. Vielleicht machen wir es auch so, dass ich denke, alleine in Ark könnten wir unzählige Stunden verbringen. Gerade mit der Spielweise, sich wirklich jedes Gespräch dann genau anzuhören und so weiter. Dass wir einfach jetzt hier die Aufgabe machen, dann erstmal mit Jesper weitermachen und hier sind wohl die Ställe. Und dann immer mal wieder zurück nach Ark kommen. Ja, komm her. Immer mal wieder zurück nach Ark kommen. Sie sind ein wahrhaft guter Mensch. Und halt so ein paar Aufgaben machen. So. Gut. Soll ja noch eine Insel vor Ark geben mit diesem besonderen Abenteuer? Einen Groschen, Misser. Bitte nur einen. Danke. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Vielleicht bekommt man ja irgendwann so einen kleinen Bonus oder so, wenn ich ein paar Mal was gespendet habe. Der Hafen entdeckt. Aha. Was haben wir denn hier? So ein Warenhaus? Fischerhütte. Ey, vielleicht gibt es ja eine Angel. Oh, das wäre super, aber ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaube, es gibt eine Mod für Skyrim, dass man angeln kann. Ich mag Angeln in Spielen, auch wenn es noch so simpel gehalten ist. Darf halt kein Minispiel sein, was einem dann schon nach dem 5. Mal auf den Sack geht. Ist aber eine große Fischerhütte. Hier ist aber keiner. Dachte, hier gibt es einen Verkäufer für frischen Fisch. Vielleicht von Fischers Fritze? Nö, keiner. Na gut.
dann halt eben nicht. Messer? Ah, hallo. Fremdländer. Matrose. Ahoi. Ahoi. Grüße. Oh. Ah ja, so lässt das. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Ah, da hinten geht sogar raus. Ahoi. Matrosin. Ahoi. Wasserwirtschaft Handelskontor. Aha. Vielleicht gibt es ja hier nochmal was Schönes zu erwerben. Oder zu finden. Oder was an meinen klebrigen Fingern hängen bleibt. Ha. Schreitet wohl. Hafenmeister Rewald. Habt ihr euch verlaufen? Oh, hier gibt's Angeln. Schade, können wir leider keine mitnehmen. Hier wird wohl nicht gehen. Huh. Na, dann gehen wir wieder raus. Komm schon, lade. Mach mich nicht traurig hier, Spiel. Möchte keine zwei Schnitte im Video. Ah, okay, wunderbar. Ahoi. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Was? Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Kileanischer Händler. Der will nicht mit mir interagieren. Schade. Manu. Der ist lustig hier. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ha! Messer? Ja. Oh, herrlich. Ich könnte ja unseren Esel rufen. Aber ich denke, so weit ist das gar nicht weg. Boah, da laufen wir hin. Ich bin immer sehr auf diese Wüste gespannt. Was es dort so alles gibt oder wie es dort aussieht, ob die das auch so umfangreich hingekriegt haben. Oh fuck. Wir dürfen auch bald wieder ein Level up haben. Jo, mein Sternlingspfeil her. Die hatte ich ja extra mal gekauft, ne, weil die deutlich mehr Schaden machen und gar nicht so teuer waren. Oh, Korundumherz. Juhu. Guck mal, da hinten ist schon der Eingang der Höhle. Hier links oben von uns. Korundumerz gefunden. Und nochmal. Und erschöpft. So, okay. Das ist ein kleiner Fehler gewesen. Also ein bisschen hervorgehoben. Ich dachte, da gibt's was. Höhle an der Königsbucht. Da hinten gehen wir nachher lang, falls wir hier wieder rauskommen. Na dann.
nee, hä? Oh, ey. Da hinten eine Spinne. Oh, eine Birnenwurz. So. Die Fackel brauchen wir auf jeden Fall. Spinnengift. Her damit. In meinem Fall hätte ich gern. Ledermäuse. Oh, da ist wieder so ein Krabbler. Ist das eine Falle? Nee, da hängen bloß Glühlampen dran. Die hau ich jetzt so. Shit, ah fuck, das ist eine große. Oh nee. Wir sind vergiftet. Verrecke. Ja. Jetzt aber Glück. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Da können wir direkt mal was essen. Das geht natürlich eigentlich bloß, wenn wir aus dem Kampf raus sind. Ja, geht auch. Wir werden auch geheilt, aber rechts oben wird mir gerade nichts angezeigt. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Aus Versehen die Karte aufgerufen. Das wollte ich lassen in Höhen. Ich wollte das hier. Genau, wir haben ja noch einen Erinnerungspunkt. Den müssen wir mal vergeben. Ah, guck mal. Ein, zwei Gegner noch. Dann haben wir wieder ein Level up. Machen wir das, wenn wir hier wieder draußen sind. Da ist eine Truhe. Ah, fuck. Hängen geblieben dort hier. Komm, 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 komm. So, hier unten muss noch einer von meinen... Ja. Nee, weg damit. Ist noch eine Spinne? Nö. Eine Truhe dafür. Amethyst, Axt, Einzelteile. Schlachtaxt des Frosthauchs. Können wir mal mitnehmen. Wir haben wieder genügend Platz im Inventar. Bronzeanhänger der Konstitution. Festigt Lebensenergie um 10 Punkte. Oh, noch eine massive Truhe. Na, verdammt. Seelensteine, 3 Dietriche, 15 Groschen, eine Laute brauchen wir nicht. Stahlpfeile, ganze Zauberbücher nehmen wir mal mit, auch wenn wir sie bloß verkaufen sollten. Mondstein, ach Quatsch. Das war jetzt bloß Zufall, dass ich das gesehen habe.
Granatstein haben wir gefunden, Mondstein haben wir gefunden. Und nochmal ein Mondsteinerz. Cool. Mondsteinerz. Oh, wo willst du denn hin? Komm mal her. Das ist eine Eisbacke. Juhu. 80 EP. Festlederhelm. Das ist, glaube ich, sogar besser als unserer, sei denn unserer hat noch irgendeinen Bonus. Lederhelm verbessert. Ja, wir nehmen den Festlederhelm, haben wir mal wieder was Neues. Inschrift. Vorsicht, tastet ihr den Baumstumpf ab und werdet prompt fündig. Auf die Rückseite sind die Buchstaben VVOL eingeritzt. Ah ne, UUOL. Unten, oben links. So. Nochmal Mondsteinerz irgendwo. Nö, wa? Schade. Na gut, dann hätten wir das. Und hops. Doch, warte mal. Malachit? Okay. Dass man das auch abbauen kann, wusste ich gar nicht. Malachiterz gefunden. Und nochmal. Wunderbar. So. Ja, na dann wieder raus hier mit uns. Ah. Oh, das ging flott. Das ging flott. Dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und tut mir doch mal leid wegen der Unannehmlichkeiten vorhin, dass das mit dem Laden immer nicht geklappt hat. Kann ich nur leider nichts dafür, aber ich hoffe, jetzt geht's wieder besser. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.